Willkommen zu einer weiteren Folge Project Zomboid. Und wir haben leichte Wehwehchen. In der letzten Folge sind wir hier in diesem kleinen Vorort gekommen. Aber hier sind leider viele Zombies. Und wir haben immer noch eine kaputte Steinaxt. Die packen wir mal hier rein. Wir müssen leider das Buttermesser nehmen. Gar nicht, wir haben die Bratpfanne. Nehme ich die doch. Packen wir da mal weg. So, wir sind nicht müde. Was bedeutet... Wir sind im zweiten Stock, oder? Oh. Wattebällchen. Ich glaube, die kann man für medizinische Zwecke benutzen. Wo war denn jetzt die Treppe? Hier, oder? Ich glaube, ich wurde gesehen. Das ist ein Käsestück. Kuchenstück. Rest mitnehmen. Maiskonserve. Eine. Mausefalle. Alles klar. Können wir benutzen. Wenn wir unser Safehouse gefunden haben. Ich wurde gesehen. Oh la la. Was hat er dabei hier? Schlägst du nicht den zuerst? Oh, jetzt. Zum Glück ist nichts passiert. Aber jetzt haben wir einige mehr an unseren Fersen. Stimmt ja. War ein bisschen zu weit weg. Bratpfanne, eine extrem kurze Distanz. Scharf so gut. Ach stimmt, wir haben mit der Steinaxt gekämpft.
Kämpfen macht jetzt nichts, weil ich halt überanstrengend bin. Oh. Was denn? Kommt sie wieder an. Aber brenzlig. Ah, das ist ein Friedhof. Hoffentlich steigen mich noch mehr aus den Gräbern. Bei Project Sondert ja nicht. Leichen können sich nicht mehr infizieren. Warum denn alle so viele? Warum sind denn so viele hinter mir her? Ich dachte, da wären nur zwei oder so gewesen. Fällt auch echt gerade nichts ein, worüber ich reden könnte. Ich bin ein bisschen müde, aber einfach kaputt von dieser Arbeit. Ich dachte mir, auf Project Zombie hast du mal wieder Lust. Und ich esse mal eine Banane. War richtig satt. Da gehe ich noch nicht hin. Hier habe ich doch den gehört. Okay, hier ist der Fluss. Ist doch jemand, oder? Ist auf einem Baumstumpf. Ich dachte, hier steht jemand. Da ist jemand. Fall rein.
freue mich schon, wenn die neuen Kampfmechaniken eingebaut werden. Das ist doch kein Kampf hier. Stunden später. Können wir hier raus trinken. Lecker. Also das Wasser in eine Flasche zu füllen, ist nicht so ratsam. Weil das ist hier so ein Zeichen, so ein grüner Totenkopf oder so giftig. Wenn man da trinkt, dann kann man davon ausgehen, dass man wohl stirbt. Nicht ganz logisch. Man kann ja einfach so aus dem Fluss trinken, wie ein Tier. Findet man denn noch einen geschliffenen Stein? Reisig. Ja, komm wieder nicht so weit rein. Komm, du Monster. Ich hab mir jetzt auch mal dieses neue Spiel Ark geholt. Fand ich ziemlich cool. Und ich war mir überlegt, mal Videos davon zu machen. Also, wenn ihr Interesse habt, vielleicht kann man ja sogar mal im Multiplayer spielen. Aber ich werde wahrscheinlich Multiplayer nur unter bestimmten Voraussetzungen auch aufnehmen. Ich habe jetzt ein paar Mal getestet mit der sehr netten deutschen Community. Und im Grunde, naja, manche Stellen sind ganz sehenswert, aber wirklichen Bezug zu den Zuschauern wird halt nicht gefördert, wenn man jetzt mit mehreren Leuten spielt und einer nimmt nur auf, die anderen spielen eigentlich nur aus Jux und Dollerei, wie man so schön sagt. Würde ich halt vielleicht mit ein oder zwei anderen gerne spielen, die dann auch aufnehmen. Und so könnte man dann halt parallel auf den Kanälen das Spiel aus unterschiedlicher Sicht betrachten. Was ich auch immer ganz nett finde. Wollen wir da rein? Also ich habe einen YouTuber, dem ich folge. Das ist ein Engländer, der heißt Aki Man. Der spielt auch regelmäßig Zomboid. Und der hat jetzt in seiner aktuellen Staffel dieses Haus als Safe House genommen. Hat dann hier noch so Palisaden und so rumgebaut. Ich weiß nicht. Ich mach was anderes. Ich glaube, ich baue mir eine Hütte an dem Parkplatz. Später sollen ja Autos hinzukommen. Dann will ich doch einen schönen Fuhrpark haben. Aber hier sind einige Zombies. Ah, so viele sind dann auch nicht. Wir brauchen erstmal eine Axt. Einen geschliffenen Stein hätte ich gerne. Die Zeit vergeht. 5 Minuten noch, ne? Geht ja wohl noch. Haben wir jetzt noch. Müssen noch mal suchen gehen.
Das sind alles rote Beeren. Die kann man wohl essen. Ah, da ist er. So Äste kriegt man auch, wenn man halt einen Baum fällt oder so. Steine allerdings findet man nur durch Nahrungssuche. Wir haben aber noch keine Säge. Können wir vielleicht mal unten im Gebäude gucken. Das ist ein Problem, um sich halt wirklich was aufbauen zu können, braucht man halt gewisse Gegenstände. Jetzt verbraten wir die Steinaxt bei einem Zombie. Muss doch bald kein Blut mehr haben, oder? Schuss ist gefallen. Mal sehen, wohin die Zombies gehen. Nach unten. Also muss ich gucken, dass von oben niemand in meine Richtung kommt. Und ich natürlich nicht in sich. Okay, der hat wahrscheinlich nichts gehört. Ist der Radius vielleicht nur bis hier so gegangen? Kann ich jetzt eigentlich Remove Broken Glass? Superb! Freue mich doch. Hammer, haben wir schon Hammer? Doch wohl, ne? Nee. Dann nehmen wir einen mit. Schon mal der erste Gegenstand, der benötigt wird. Was ist hier denn drin? Holzkohle zweimal, ein Hammer. Holzkohle. Wenn wir ein Barbecue hätten, dann könnten wir die auch benutzen. Die kann man leider nicht mit dem Camp, mit dem Lagerfeuer benutzen. Haben sie nicht eingefügt. Hat euch das doch schon gesagt, oder? Ein bisschen den Biorhythmus durcheinander bringen. Ich gehe jetzt einfach hier schlafen. Zuerst packen wir mal hier die ganzen Sachen, die verderben, rein. Ist jetzt angemeldet? Cold Pack, ja komm. Cold Pack muss kalt sein. Ah, hier ist noch mehr. Banane und Aubergine auch noch. Richtig viel schon. Sollen wir hier nicht einfach bleiben? Vorerst. Yummy. Okay, mal oben schauen, ob da alles sicher ist. Das ist es nicht. Schade. Scheiß Zombies sind auch überall hier.
Da auch. Gehen wir mal da rein. Okay, jetzt haben wir unser ganzes Zeug da hinten, aber macht ja nichts, ist halt weg. Kochen für Anfänger. Ja, können wir bald lesen. Nächstes Mal nämlich. Und gerne kann ich kochen. Zumindest in diesem Leben nicht. Gut, hier sind keine Zombies. Freunde sind hier auch. Noch was Schönes. Unterwäsche. Gut, dann war es das für diese Folge. Ich gehe nochmal schlafen. 12 Stunden. Wir sind immer noch müde. Schlafen wir nochmal. 4 Uhr. 5 Stunden. Immer noch müde. Was ist jetzt? Darf ich noch aufwachen? Bin ich tot? Ist abgeschmiert. Sieht so aus. Oh, ist das schade. Wie jetzt? Naja, das war's dann für die Folge. Ich werde mal gucken, ob überhaupt lohnt, die hochzuladen. Natürlich, auch wenn die Folge sinnlos war, weil eventuell der Spielstand zurückgesetzt wurde. Ich kann hier nichts machen. Scheiße. Na gut, dann ciao. So, ich hänge noch mal eine halbe oder eine Minute dran, um zu sehen, ob der Spielstand noch funktioniert. Kavum Crash. Mal gucken. Sind wir hier, wo wir waren? Ich glaube, ja. Wunderbar. Und auch die Uhrzeit stimmt. Dann möchte ich mich jetzt auch wirklich verabschieden. Macht's gut. Tschüss.